Natürlich ist es kein Zufall, dass die Medienlandschaft nicht mehr über den Kampf und über die Ziele der Landwirte in diesem Land berichtet. Das wissen wir alle. Aber trotzdem möchte ich mit diesem Video eine ganz, ganz wichtige Sache klarstellen. Gestern gab es hier wieder eine der wichtigen Demonstrationen in diesem Land. Der Magdeburger Domplatz war gestern wieder gut gefüllt. Und natürlich waren wir mit dabei. Natürlich haben wir als AfD mit unterstützt, weil wir auch an der Seite der Landwirte stehen und auch die Ziele hier parlamentarisch mit vertreten. Aber gestern wurde hier eins kommuniziert, nämlich als nur ein einziger Politiker hier gesprochen hat, nämlich der CDU-Minister dieses Landes, wurde kommuniziert, dass angeblich alle Parteien eingeladen waren und nur die CDU gekommen sei. Das müssen wir zurückweisen. Wir wurden nicht eingeladen und wir hätten sehr, sehr gerne gesprochen. Aber dieses Phänomen finden wir auf sehr, sehr vielen dieser Demonstrationen. Und deswegen meine Bitte, diese Demonstrationen, so wichtig sie sind, dürfen hier nicht parteipolitisch von der CDU oder von wem auch immer unterwandert werden. Wir müssen gemeinsam hier für die Ziele der Landwirte, aber auch der Spediteure, der Handwerker etc. eintreten. Und es kann doch auch nicht sein, dass man hier den Brandstifter mehr oder weniger als die Feuerwehr verkaufen möchte, weil ganz ehrlich, wer hat denn hier die letzten Jahre und Jahrzehnte regiert? In den Ländern, im Bund, auch vor allem in Brüssel. Und was daherkommt, wissen wir alle. Wir stehen hier weiter ein für Lösungen beim Agrardiesel, auch bei der Düngemittelverordnung, über die kaum noch jemand spricht, bei den Wettbewerbsverzerrungen etc. Wir haben die Lösungen und sind gerne bereit, sie im parlamentarischen Raum mit einzubringen. Aber dann müsste man das auch gemeinsam machen. Und das ist meine Bitte. Lasst uns diese Demonstration hier nicht von einer Seite unterwandern. Wir müssen hier gemeinsam und geschlossen für die Landwirte, für die Spediteure, für die Handwerker, für die Gastronomen und wen auch immer in diesem Land eintreten. Weil wir alle haben doch das gemeinsame Ziel, Arbeit muss sich wieder lohnen in dem Land und es muss der belohnt werden, der etwas macht. Und da stehen wir ganz klar weiter an eurer Seite.